Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Orgelandacht in der Adventszeit. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Ein besonders herzlicher Willkommensgruß geht an Herrn Dr. Harald Striegler aus Ockenheim, der heute die Orgel spielen wird. Wir feiern diese Andacht einen Tag nach dem Fest der heiligen Barbara. Dieser heiligen Gedenktag ist verbunden mit einem schönen Brauch. Am 4. Dezember stellen viele Menschen einen Zweig ins Wasser. Wenn man ihn regelmäßig mit warmem Wasser versorgt, dann blüht er 3 Wochen später an Weihnachten. Der Brauch des Barbara-Zweigs greift eine Episode aus dem Leben der Heiligen auf. Die Legende erzählt, dass sich ein Zweig im Kleid der heiligen Barbara verfangen habe. Sie war auf dem Weg in den Kerker, da sie als Christin ihren Glauben nicht leben durfte. Der eigene Vater hat ihre Kerkerhaft und schließlich sogar ihre Hinrichtung betrieben. Barbara nimmt im Gefängnis den Zweig und stellt ihn ins Wasser. Die Legende erzählt weiter, dass dieser Zweig am Tag ihres Todes geblüht habe. Ein schönes Bild der Hoffnung, dass Hass und Gewalt nicht das letzte Wort haben werden. Der Barbara-Zweig ist auch das Zeichen dafür, dass das Leben stärker ist als der Tod. Ein wie tot aussehender Zweig enthält viel mehr Leben, als man äußerlich sehen kann. Es geht weiter. Dunkel und Tod sind nicht die letzte Instanz. Das ist die große adventliche Verheißung, die sich mit dem Barbara-Zweig, aber auch dem wachsenden Licht am Adventskranz verbindet. Advent ist die Zeit, neu diese Hoffnung zu lernen, daraus Trost und Kraft zu schöpfen für unser Leben und unseren Alltag. Trost auch in Leid und Schmerz. Ich denke gerade auch an die Trauer nach der Amokfahrt in Trier, die uns in dieser Woche erfüllt. Trost und Neuanfang sind auch die großen Themen der ersten Lesung des zweiten Adventssonntags. Ich zitiere aus dem Buch Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des Herrn Doppeltes für all ihre Sünden. Mit dem Trost verbindet sich die Aussage, dass Gott der Hirt seines Volkes ist. Es ist das Bild des zärtlichen Gottes, der einen besonderen Blick für die Armen und Schwachen hat, denen er besonders nahe ist. Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam. So sagt es der Prophet Jesaja. Gott kommt, er rettet und heilt. Er trägt die Kleinen auf seinem Arm und nimmt die Geschwindigkeit derer ernst, die besonderen Schutz brauchen. Hier konkret, die Mutterschafe führt er behutsam. Das ist einem Volk Israel gesagt, das angesichts des eigenen Leidens und der Situation im babylonischen Exil neu nach Gott fragt und seine Spuren sucht. Diesem Suchen des Menschen kommt Gott entgegen. Vom Kommen Gottes spricht auch die Musik, die wir gleich hören werden. Sie will seine Gegenwart erfahrbar machen. Bevor wir nun die Musik hören, lade ich Sie zu einem Gebet ein. Habe Dank, Herr Jesus Christus, dass es keinen Augenblick gibt, der ohne dich gelebt werden muss. Du bist immer da, wo wir sind, in allen Höhen und Tiefen des Lebens. Es gibt keinen Augenblick der Freude, in dem ich ohne dich bin. Es gibt keinen Augenblick des Schmerzes, den ich ohne dich durchleiden muss. Du bist alle Zeit der Gegenwärtige.
der mich liebt. Amen.